Wenn wir einen Testwagen bekommen, dann ist der serienreif. Nicht so bei der Ora Funky Cat. 5 Dinge, die mich echt zur Weißglut bringen. Beim Spurwechsel hängt immer wieder der Blinker. Wenn ich in die Gegenrichtung blinke, dann hört er nicht auf zu blinken oder im schlimmsten Fall blinke ich dann plötzlich nach links statt nach rechts. Wann macht ein Tempomat Sinn? Richtig, hier auf der Autobahn. Leider mag die Katze über 125 km/h den ACC nicht mehr einschalten. Mobilanzeige statt Telefon, Kabinenüberwachung statt Innenraumüberwachung. Das geht ja noch, aber was zur Hölle bedeutet intelligentes Passieren der Wendung? Ora, lern Deutsch. Jedes Auto mit Steilheck hat einen Scheibenwischer, doch hier fehlt er. Ihr kommt zu eurem Auto, das über Nacht geladen hat, öffnet es und zieht das Ladekabel ab. Fertig. Doch bei der Funky Cat müsst ihr locker 30 Sekunden warten, bis die Ladeverriegelung gelöst hat. Das sind alles Bugs, die die Katze wie ein Vorseherin-Auto wirken lassen, denn